Moin Moin, Servus, Grüß Gott auf meinem Kanal. Heute wieder ein Container-Video, denn wie viele im Livestream gesehen haben, hat unser Container ein kleines Problem. Und zwar unser Teppich ist komplett nass, vollgelaufen mit Wasser, Überdruck, stattgefunden hatte am Waschbecken, irgendwo Wasser hingelaufen ist. Das Ganze müssen wir jetzt auf der Spur gehen. Felix kommt gleich auch noch dazu. Ich zeige euch mal das ganze Schlamassel, also kommt mit rein. Dann mal rein in die gute Stube. Wie ihr seht, sieht man schon die ersten Flecken. Hier, man hört es auch, glaube ich. Man sieht es auch. Ich mache erstmal eben die Jalousien hoch, dass man auch ein bisschen Licht hat. Da stehen wir nun. Also wundert euch nicht, ich habe kaputte Schuhe an. Der ganze Container steht voller Wasser. Ja, die Ursache muss irgendwo hier kommen. Irgendwie von dem Waschbecken. Hier habe ich schon gesehen, dass es gestern hier so ein bisschen, hier merkt man noch, es ist noch ein bisschen feucht. Da sieht man ganz klar. Irgendwie scheint das durch den Überdruck irgendwie hier gerissen zu sein. Dass das Ganze doch nicht so gehalten hat. Ist wahrscheinlich hier unten alles reingetropft, ist stehen geblieben und dann in den Container hier an der Ecke komplett rein. Ich weiß nicht, der Teppich hat sich wohl in der ganzen Woche voll gesaugt. Ihr seht, überall ist das Wasser hingekommen, selbst hier hinten in der Ecke. Ich musste gestern das ganze Kabel hier hoch machen, die ganze Elektrik. Ich habe gestern hier aus dem Container Livestream gemacht. Natürlich war ich etwas angespannt und war natürlich todtraurig, dass ich halt ja eine Nordseeküste mit Ebbe und Flut hier drin habe. Also man kann echt hier Schlauchboot drin fahren. Dennoch habe ich Livestream gestern gemacht. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Jetzt müssen wir irgendwie agieren. Wir müssen den Teppich auf jeden Fall rauswuppen. Wir müssen gucken, was wir jetzt hier noch retten können. Das Sofa scheint auch wohl auch einen weggekriegt. Das ganze Resopal hat sich aufgelöst. Da, man sieht es, das Holz hat sich so voll gesaugt und das fängt jetzt hier gerade schon alles an zu platzen. Ja, ist natürlich sehr ärgerlich, weil wir wollten eigentlich noch mehr am Container machen draußen. Aber jetzt müssen wir uns hier nochmal mit beschäftigen. Von den Leuten hier, die unsere Toilette auch mit benutzen, die halt hier auch Hallen gemietet haben, benutzen unsere Toilette auch mit. Und da hat wohl jemand vergessen, den Haupthahn zuzudrehen. Wir waren 2 Wochen nicht mehr hier. Und ja, jetzt ist natürlich Ebbe und Flut angesagt hier. Ja, ich denke mehr Ebbe als die Flut. Die Flut kam und die Ebbe ist jetzt. Jetzt ist ganz wichtig, dass wir heute den Teppich rausreißen. Wieder nicht, dass das anfängt zu schimmeln. Ja, also ich warte jetzt nur noch auf Felix und dann geht's los. Ne, Schlangi? Abgeklärt mit Jens. Wir können die Sachen erstmal bei ihm in der Halle unterstellen. Wollen, wie gesagt, alles ausräumen, wegstapeln, Tetris spielen. Und dann kommt Versicherungsmakler her und wird das mal eben ja fotografieren, dokumentieren und dann wollen wir mal weiter gucken, was hier passiert. Felix ist jetzt auch so allmählich eingetrudelt, natürlich auch richtig geschockt und wie gesagt, wir wollen jetzt die ganzen Sachen rausräumen. Ja, viel kann man da gar nicht mehr zu sagen. Nee, ne? Es ist halt, ja, eigentlich haben wir selber keine Zeit dafür, aber es muss ja jetzt gemacht werden. Und wie gesagt, freut euch auf ein neues Container-Video. Habe ich auch gestern im Livestream öfters gesagt. Ja, wollen wir es anpacken, wa? Ja. Die ganzen Sachen raus. Ja. Nützt ja nix. Das ist nix. Rambazambi. Ja. Rambazambi. Da ist schon mal alles runtergepackt, auf die Fensterbank aufgestapelt, spielen wieder Tetris gerade. Wir sind eigentlich immer noch fassungslos. Ey, das ist. Meine Schuhe sind, glaube ich, jetzt auch schon nass. Zumindest wissen wir jetzt überall, wo was steht. Dann wissen wir, dass wir den hier wieder hinstellen müssen. Vielleicht wächst hier noch was. Wir können hier ein Gewächshaus draus machen. Ja, genau, das wäre die Idee. Oder? Ja, mit Moosplantage und so. Ja. Boah, die klingt voll. Boah. Wie das aussieht. Gut, dass es nicht hier Dingswasser ist. Mhm. Kackwasser. Kackewasser, ja. Hier sieht man komplett den Abdruck vom Schrank. Auf jeden Fall wissen wir, dass der wieder dahin kommt. Ja. Ja, müssen wir alles mit Humor nehmen. Geht ja nicht anders. Oh, hier liegt sogar noch eine Schraube. Hier fallen schon die Schrauben. Wie viele Liter das sind? Das sind, glaube ich, mehr als 100 Liter. Aber den kannst du wegschmeißen, Teppich, oder? Ja, den kannst du wegschmeißen, glaube ich auch. Den kannst du auch. Wie willst du den auch wieder so hier reinlegen? Genau, eigentlich müssten. Nee, wir müssen ja 2 Striche machen, ne? Hochwasser, jetzt. August 2019 und darunter müssen wir noch einen Strich machen. Vor einem halben Jahr haben wir das auch schon mal gehabt. Felix, hast du ein Pipi gemacht? Ja. Das haben wir mittlerweile alles rausgeholt.
Und jetzt müssen wir gucken. Also einen Teil können wir jetzt bei Jens noch in die Halle stellen. Jetzt müssen wir noch den Schreibtisch irgendwie wegbauen. Da haben wir das Grobe ja schon mal geschafft und dann können wir den Teppich rausreißen. Das kommt mir gerade so vor, ob wir hier den Container gerade gebaut haben. Ja. Und gerade wieder alles fertig machen, ne? Das ist traurig. Das ist richtig traurig. Angst, ne? Aber da ist PVC-Boden und noch eine Holzplatte drunter. Ich weiß aber nicht, was für eine Holzplatte da drunter ist. Dann können wir Pech haben, dass wir einen als Typen auf dem Boden hocken. Auf dem gepflasterten. Wie hört, Sirene Feuerwehr kommt jetzt her und will hier mal eben abpumpen. Die sind jetzt unterwegs zu uns. Guck mal, da kommt schon wieder richtig was rüber gerade. Ja. Oh, passt, passt super. Ja, geil. Montagmorgen. Alter. So, können die Tischbeine auch? Ach nee, die sind auch festgeschraubt. Wie viel gemacht, ne? Ja, zack, raus, wunderbar. So, der Container ist leer. Schreibtisch, Sofa, Regal, alles raus. Ich habe den Teppich schon mal ein bisschen weggerollt. Oh, guck euch mal an, wie viel Wasser da rauskommt aus dem Teppich. Alter, echt, eine ganze Nordseeküste hier drin. Da ist auch noch ein bisschen was am Rand, aber das ist nicht ganz so schlimm. Hier auch mein Fusch, diesen kleinen Streifen, den ich damals hingemacht hatte. Oh, da hängt noch das Kabel dran. Ja. Ja, voll da. Knapp. Das ist ja auch noch besser. Das ist ja, können wir den ordentlich aufrollen und raus damit. Hier, zieh mal dran, wie schwer der ist. Der ist wirklich schwer. Oh. So aufrollen, so. Das kriegen wir den nicht raus. Wie so ein Waschlappen. Riesig. Echt? Also, boah, müssen wir gleich richtig rauszehren. Ach du Scheiße. Wie so ein Waschlappen zum Beispiel jetzt raus. Oh. Alter! Oh, wie so ein Riesenflemmi. Quatsch! Es läuft hier richtig raus, guck mal. Ja. Da sind schon ein paar Liter hier drin. Boah! Boah! Guck mal hier. Ja, schön. Guckt euch das an, wie das spiegelt, das Wasser. Die Pfütze schon? Unten drunter oder was? Nein, in der Mitte da, ne? Was? Hier so, in der Mitte, ne? Hier so. So, hier, das ist aber ja, das ist ja oben drauf. Mir geht das oben unten drunter. Ja. Klemmt das genau, macht, lass das mal, damit ihr hier richtig Luft reinkriegt. Ja. Achso, der muss noch rein. Sicherung, ne? Machen wir mal raus. Oh Mann. Ich glaube, damit kommen wir nicht weit. Ja, Wischbob vergessen, dann macht man das einfach mal so. Wischbob. Ich glaube, ich tue es. Sieht aber schon besser aus, ne? Ich glaube, das ist schon ganz gut. Eigentlich ja überhaupt keine Zeit für sowas, ne? Aber muss ja sein. Oh, ich brauche jetzt mal einen Schluck Wasser. Ah, nicht den Boden auflecken. Ja, und zwar bin ich heute nochmal hier beim Container und wollte mal nach dem Teppich gucken. Wir haben den Teppich trocknen lassen. Jetzt liegt er im Container drin. Er stinkt aber leider so doll, dass wir den jetzt einfach entsorgen. Den muss ich einfach entsorgen. Das geht gar nicht mehr. Also jetzt raus aus dem Container und ab in den Caddy. Das war ja mal wieder ein Akt. Und haben jetzt die ganzen 2 Wochen haben wir die Heizung laufen lassen und holzmäßig ist alles trocken. Ich habe viele gefragt, was passiert mit dem Container? Und ich habe gesagt, dieses Jahr will ich den Container auf jeden Fall behalten und nächstes Jahr, denke ich mal, werde ich den auch noch weiterhin behalten, weil ich werde noch ein bisschen umbauen, die Streaming-Ecke soll noch ein bisschen anders, das Sofa muss ich unbedingt auch mir auch was einfallen lassen und ich wollte eine Wand machen. Hier sollen nämlich Korkplatten hin und dann will ich die Briefe, die ihr mir geschickt habt, was ihr so gemalt habt oder von der Wunschliste, habe ich auch solche Zettel mit den Namen drauf. Das will ich hier alles anpinnen. Schreibtisch, wir haben gerade gegessen hier, Tochter ist auch am Start. Wir haben gerade ein bisschen gegessen und
Genau, das bleibt auf jeden Fall alles so, wie es ist. Schreibtisch bleibt so. Ich war auch schon mit Kevin Montag im Baumarkt gewesen. Wir haben noch einen Teppich, einen Restpostenteppich gefunden, so einen Abschnitt. Und der passt sogar genau hier rein. Den werde ich dann auch noch holen. Und dann werden noch weitere Umbauvideos vom Container stattfinden. Schaut gerne mal bei Instagram vorbei und auf Facebook. Gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. So, die Jalousien sind runter. Jetzt machen wir erstmal den Feierabend. Bis denn. Ciao.